Willkommen in der Technik-Videowelt. Wir haben unser Redmine mittlerweile ausgepackt und wollen nun die SIM-Karte einlegen. Wie genau das funktioniert, das zeigen wir euch nach dem Intro. Willkommen in der Technik-Videowelt. Mein Name ist André und wir beschäftigen uns heute wie angekündigt mit dem SIM-Karten-Einlegen bei dem Xiaomi Redmine 9. Wir haben im letzten Video ja erfolgreich die Erstkonfiguration durchgeführt. Und nun wollen wir die SIM-Karte einlegen und dafür müsst ihr am besten im Idealfall einmal das Handy ausschalten. So. Und dann, wenn ihr euch nicht sicher seid, wo das SIM-Kartenfach ist, meistens befindet es sich auf der Seite des Handys, deswegen einfach hier an der Seite gucken und ihr seht schon, da ist der Treffer auf der linken Seite. Auf der rechten Seite seht ihr, dass wir ein ähnliches Konstrukt nicht finden, also sprich die Schublade hier an der Seite mit dem kleinen Punkt an der Seite. Und ja, jetzt müssen wir natürlich das SIM-Kartenfach rauskriegen und das geht am besten mit dem zugelieferten Ejector, den wir in der Hülle hatten. Den nehmen wir jetzt einfach mal raus. So, komm schon. So, jetzt haben wir ihn. Und jetzt gucken wir halt nochmal, wo das Fach ist. Da. Und jetzt werdet ihr es einmal klicken hören. Und damit ist die SIM-Karte oder beziehungsweise das SIM-Kartenfach schon draußen. Und ihr könnt es einfach rausziehen. Oh, wow. Wow. Also wie ihr seht, es ist kein normales SIM-Karten-Slot, wie wir es kennen. Sondern wir haben ein Dual-SIM plus eine Speicherkarte und das alles in einem Schieber. Deswegen wollen wir dann auch gleich mal gucken, wo die SIM-Karte 1 raufkommt. Denn ihr seht, hier stehen kleine Sachen drauf. Genau, hier. Und zwar einmal TF und Face-to-Screen. Also da haben wir die Hochseite. Und hier sehen wir jetzt ganz klein, ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, sieht gut aus. Hier steht eine 1 und hier steht eine 2. Das heißt, unsere SIM-Karte 1 muss hier rein in die Mitte. Und das machen wir jetzt auch einmal. Und ihr seht schon, dass hier eine Nano-Karte ist. Wenn ihr eine neue SIM-Karte kriegt, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr das in drei Größen vom Hersteller kriegt. Und zwar so lange, bis ihr die Nano-SIM-Karte rausbrechen könnt. Ihr habt dann Micro-SIM und Nano-SIM. Dritte Form fällt mir jetzt nicht ein, aber es ist auf jeden Fall die riesen Uralt-SIM. Standard-SIM. Ihr habt den Alpa gehört, die Standard-SIM. Das ist schon so Standard, dass ich nicht mehr drauf komme. Und ja, jetzt seht ihr schon, wir haben die SIM-Karte einmal eingelegt. Es geht nur in eine Richtung, durch die abgeflachte Ecke. Und jetzt schieben wir das einfach mal rein ins Handy. Oh, zack. So, dann wollen wir... Wow, da ist mir das jetzt gerade aus den Händen geglitten. Zum Glück nichts passiert. So, dann wollen wir es mal starten. Und soweit es gestartet hat, sehen wir uns dann wieder und dann gucken wir uns mal an, ob da irgendwas sich geändert hat. Vielleicht sogar beim Startbildschirm. So, da sind wir wieder und ihr seht, wir haben die SIM-Karte eingelegt und er möchte von uns, bevor wir überhaupt starten können, von der SIM-Karte 1, das seht ihr hier dran, dass hier die SIM-Karte zu sehen ist mit einer 1 drin, hätte er jetzt gerne die SIM-PIN. Und die geben wir ihm natürlich jetzt gerne einmal und sagen, okay. Dann nehmen wir halt die SIM-PIN. So, das war es dann auch schon wieder mit dem Einlegen der SIM-Karte beim Xiaomi Redmine 9. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne ein Like, ein Ab. Entschuldigung, das Blockgeräusch hat mich gerade so rausgebracht. Wenn euch das Video gefallen hat, das ganze Video. So, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne ein Like, einen Kommentar. Abonniert den Kanal. Kennt ihr jemanden, für den das Video interessant ist? Dann schickt ihm das doch einfach. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Leider war es das schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr eigene Themen oder Vorschläge habt, vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge, schreibt sie uns in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.